Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar heute mit einem kleinen Informationsvideo rund um meinen Kanal Facefall TV, denn für das Jahr 2020 habe ich einige neue Sachen geplant, die das ganze Erlebnis für euch einfach schöner gestalten sollen. Fangen wir erstmal mit dem offensichtlichsten an und zwar das ganze Aussehen von meinem Kanal wird sich ein wenig verändern. Ihr seht es ja schon, ich habe einen neuen Header gebastelt, ich habe auch schon einige neue Thumbnails gebastelt und im Gegensatz zu früher werden die Thumbnails je nach Playlist einheitlich sein. Das heißt, ihr werdet direkt erkennen können, okay, das ist ein Spoiler-Video, das ist ein Review-Video, das ist eine Theorie, das ist eine News, das ist eine One-Piece-Analyse und so weiter und so fort. Einfach damit ihr direkt auf den Kanal gucken könnt, oh, das Video interessiert mich, das sieht immer gleich aus im Grunde. Und so habt ihr es einfach einfacher, die für euch interessanten Videos rauszupicken. Das soll aber nicht die ganze Änderung sein, die sich an meinem Kanal in diesem Jahr durchzieht, nein. Und zwar habe ich zwei meiner älteren Kanäle relaunched. Für Leute, die mich schon etwas länger kennen, wissen ja, ich hatte früher einen Let's Play Kanal und zwar Just Insane. Das ist den ihr jetzt hier so hinter mir seht. Auf dem habe ich immer regelmäßig jeden Tag im Grunde eigentlich Let's Plays hochgeladen. Ich hatte diese Let's Plays ja zwischenzeitlich auch auf Facefall TV hochgeladen, habe sie mittlerweile aber wieder runtergenommen. Denn ich möchte gerne dieses ganze Thema Gaming und Anime etwas voneinander trennen. Das heißt, ich werde den Kanal Just Insane wieder relaunchen unter dem schönen Namen Facefall TV Gaming. Und dort werdet ihr in Zukunft meine Let's Plays sehen. Ob ich da wirklich jeden Tag eine Folge hochlade, kommt immer ganz darauf an, wie viel Zeit ich unter der Woche habe. Denn hauptsächlich wird es immer noch um meine One Piece Theorien gehen, um meine One Piece News gehen. Facefall TV wird einfach immer noch mein Hauptkanal bleiben. Und wenn ich zwischendurch ein bisschen Zeit habe und eh am Zocken bin, nehme ich es für euch einfach auf. Und das wird dann alles hier auf Facefall TV Gaming hochgeladen. Da ich ja nicht nur ein Otaku bin, sondern auch ein ziemlicher Marvel- und DC-Nerd oder hauptsächlich Marvel-Nerd, habe ich noch einen anderen Kanal, den ich früher hatte und zwar Insane Gaming, den ihr auch gleich hier so hinter mir sehen dürftet, wenn ich umschalte. Den werde ich auch wieder relaunchen. Momentan hatte noch den Namen Facebook TV, Film und Fernsehen, mir ist nur nichts Besseres eingefallen. Wenn ihr da irgendwie eine Idee hättet, schreibt es unten in die Kommentare. Und hier wird es darum gehen, ich werde mir irgendwelche Serienreviews, Filmreviews, aber hauptsächlich um das komplette Marvel Cinematic Universe. Das heißt, auch dort werde ich dann Theorien machen. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, werde ich sie euch dort zeigen. Auch da ist natürlich, das ist wieder ein Nebenkanal. Das heißt, hauptsächlich Content wird immer noch weiterhin bei den Animes bleiben. Wenn ich dann wieder auch, wie gesagt, Zeit habe, kommt dort auch hin und wieder ein Video. Wenn ihr euch für die Themen Gaming oder das Marvel Cinematic Universe interessiert, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den beiden Kanälen einfach mal ein Abo da lasst. Und wenn euch die Videos gefallen, wie immer natürlich auch einen Daumen nach oben. Aber das war immer noch nicht alles. Denn wie viele andere YouTuber mittlerweile werde ich auch ich mehr auf Streams umsteigen. Das heißt, ich werde sowohl auf Twitch, was ihr auch gleich hier sehen dürftet, auf Mixer, auf Facebook und natürlich weiterhin auf YouTube streamen. Und hier wird es je nach Kanal unterschiedliche Thematiken beinhalten. Bei Facefall TV, Film und Fernsehen werden wir vielleicht mal zusammen irgendwie einen Film angucken oder sowas und einfach darüber ein bisschen quatschen. Bei Facefall TV Gaming natürlich immer, wenn ich zocke und aufnehme, werde ich auch gleichzeitig streamen, damit ihr einfach auch live zugucken könnt. Und beim Facefall TV mit den Animes, das ist mit den Namen echt ein bisschen kompliziert. Da werde ich halt einfach mal irgendwelche Kapitel-Reviews zum Beispiel machen oder wir sprechen über bestimmte Theorien oder über irgendwelche Sachen, die halt in One Piece passiert sind, über irgendwelche Neuigkeiten. Ich werde aber auch verstärkt mit anderen One Piece-YouTubern möglicherweise streamen. Darunter sind dann solche Leute wie zum Beispiel Juzui One Piece, Banger One Piece, Skypia One Piece, Kutsuki One Piece und Makanko. Bin ich eigentlich der Einzige, der nicht irgendwie was mit One Piece heißt? Facefall TV One Piece. Naja, gut. Ich bleibe bei Facefall TV. Auf jeden Fall werde ich öfters mal mit ihnen dann streamen. Um was es dann geht, sehen wir mal. Gerade mit dem Banger One Piece hatte ich ja schon mal einen Livestream, der recht schön war. Aber auf jeden Fall sollte das auf jeden Fall in Zukunft verstärkt mehr auftauchen, solche Livestreams. Wie oft und wann genau ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Ob ich das immer am selben Tag in der Woche machen werde, sei mal dahingestellt. Es kommt immer darauf an, wie ich halt auch eben arbeiten muss. Ich habe leider immer noch ein Real Life. Noch verdiene ich kein Geld mit YouTube oder mit Twitch oder sowas. Deswegen bin ich immer noch auf eine normale Arbeitsstelle angewiesen. Aber ja, so ist das Leben nun mal.
Auf jeden Fall, das waren so die Änderungen, die es geben wird. Einfach optischer Natur, dann die zwei anderen Kanäle, einmal der Let's Play-Kanal und der MCU-Kanal und dann eben meine Livestreams in Zukunft. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt dem weiterhin treu. Wenn euch irgendwas davon gefallen hat, wisst ihr ja immer, followen, abonnieren, liken, wie auch immer. Ich hoffe auch natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.